Krebs an der Donau herrscht oft reger Verkehr. Man kann auch von Fernverkehr sprechen. Schließlich wohnt hier Afrika-Liebhaber Leo. Leo sehen wir gleich. Hier erstmal seine Reisebegleitung Evelyn mit ihrem Wuschelkopf. Welche Frisur wohl Leo trägt? Ja, hallo. Hallo, Servus. Grüß dich. Wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Mir auch gut. Ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch schon. Ja, da können wir schon mit drüber plaudern, gehen wir rein, oder? Ja, machen wir. Danke dir. Leo trägt Löwenmähne. Ja, was sonst? Als Kenia-Fan mit dem Namen. Nein, ich freue mich schon richtig. Ja, ich mich auch. Wir haben dieselben Gedanken. Ich habe mehr Beziehung zu Afrika, muss ich ganz ehrlich sagen. Österreich, ich komme nur Oma aus Österreich, weil nach 6 Monaten das Visum anläuft. Sonst war ich ganze Jahr unten. Ich darf nicht mehr zurückkommen. Also ich freue mich auf jeden Fall einmal, dass ich mit dir mitfliegen kann, ja, und dass ich deine Familie da unten kennenlerne, dass du mir Kenia zeigst, dort wo du wohnst, dass du mir viele Sachen zeigst. Es ist billig, mit meiner Pension kann ich da unten leben wie der Gott in Frankreich. Hab aber alles. Wir könnten jeden Tag Mittag essen gehen, Abendessen gehen, Restaurant, wir brauchen nichts kochen. Ja. Also das geht ja mit meiner Pension geht das ja aus da unten. Ich freue mich wahnsinnig auf Afrika. Bin überglücklich, dass ich da mitreisen kann. Wie lange kennst du sie eigentlich schon? Die kenne ich jetzt. Also das ist eine Geschichte. Das muss ich erzählen. Vor 6 Jahren war ich in Nigeria. Habe ich Afrikanerin kennengelernt, die hat mich eingeladen. Ja. Und zwar schriftlich. Da war ich noch einen Monat unten. Mhm. Und nach dem Monat bin ich heimgeflogen. Ja. Und da habe ich meine jetzige Freundin, am Flughafen. Ich damals am Flughafen, die hat kenneriert, habe ich kennengelernt. Leo sticht den afrikanischen Frauen scheinbar so richtig ins Auge. Das war auf jeden Fall Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe mich nur von ihr bedienen lassen. Na, und am Abend ist dann ja, immer mehr geworden. Wir haben ein Restaurant dann nach dem Ding geschlossen, noch was getrunken. Und dann sind wir verschwunden. Und nach dem Verschwinden ist dann seine heiße Affäre verschwunden. Erstmal spurlos. Wir haben dann komplett den Kontakt verloren. Sagen wir so, sie hat dann das Handy verloren. Und ja, dann ist der Kontakt komplett abgebrochen. Und nach 3 Jahren, vor 2 Jahren, nein, noch 5 Jahren, 4 Jahren ist her, habe ich es gesehen im Internet. Vor 2 Jahren habe ich von ihr ein Foto im Internet gesehen. Da habe ich sie angeschrieben. Aha. Also eine Freundschaftsanfrage. Sie geschickt, hat unten in Afrika auch Facebook. Das ja, genau. Das ja, genau ja. Ja, muss ja nicht sein. Nicht? Das kann wenn sie ja mein Handy reinschaut, ist nur alles schwarz. Die wiedergefundene Florence wollte schleunigst erneut in Kenia besucht werden. Ach, wie wundervoll. Ach ja, wenn wir gerade von Wundern sprechen. Ja, so ist der Kontakt immer enger geworden. Und dann sind wir draufgekommen, dass ich eine Tochter von ihr habe. Und ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja, und lieb. Und ich bin dann hergegangen und habe einen DNA-Test machen lassen, so einen Photoshop-Test. Ich bin 99,9% der Vater. Ganz der Papa, die kleine Hazel. Also du hast den DNA-Test drüben gemacht, nicht da? Und hast du da irgendwas zahlen müssen? Oder? 2 Euro.
2 Euro? Ja. Das ist ja gar nicht. Ja. Und wie hat sie dann reagiert drauf? Die hat es gewusst. Also aber ich nicht. Weil sie hat ja gewusst, also mit wem okay. Sie geschlafen also hat. Du nicht, aber ja. Jetzt ist die Tochter 5 Jahre. Und ja, ich akzeptiere sie so, wie sie ist. Und sie, von Anfang an, wenn wir sie vor 2 Jahren das erste Mal gesehen haben in Kenia, sofort Papa gesagt. Der 64-jährige Leo will nach Afrika auswandern und mit jener Frau zusammenleben, die ihm laut 2-Euro-Vaterschaftstest bereits eine Tochter schenkte. Mit seiner Bekannten Evelyn bespricht er die Reise. In der Zeit, wo ich jetzt in Kenia unten bin, möchte ich eine Verlobung feiern und sie um die Hand bitte. Und ja, nächstes Jahr dann heiraten. Wise men say, only fools rush in. Ich bin aufgeregt in dem Sinn, weil ich nicht weiß, wie sie reagiert, wenn ich um die Hand bitte von ihr. Da bin ich verdammt aufgeregt. Aufgeregt ist Leo auch jedes Mal, wenn er nach Afrika videotelefoniert, um seine zukünftige und Tochter Hazel zu sehen. Hello. How are you? I'm fine. Die Kleine, die hat meistens die Art von mir. Und das hört man an Telefonate, wenn ich mit der zukünftigen rede, da am Handy. Ja, die Hartl ist genauso wie du und bla bla bla, ganz der Papa. Hey, you have to speak Germany with me. Ja. Why, you have learned. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen hier. Gute Nacht. It's not in the night. Ja, es ist gegenseitige Liebe. Große Liebe, kann man sagen. Ich liebe dich. Ich liebe dich, this I know. Okay. Very, very good. Oh, I'm happy to see you on Friday. Looking forward. Wait. Wenn wir oft Spaß haben, ja, wir zeigen uns auch den Stinkefinger. Wir nehmen das herzlich und Spaß holen, ne? Okay. We make finish, yes? Okay, bye. Bye. Love you. Nach Afrika zu fahren und dort einfach eine Frau kennenzulernen und sich mit ihr zu verloben, ob ich das alles machen könnte, weiß ich nicht. Ich find's toll. Es ist nicht einfach, aber ich werde es schaffen. Weil ich will's heiraten und das geht.